Jetzt kommen wir zur letzten Runde und ich habe mir gewünscht, diesen Referenten als sanfte Landung einzuschleusen. Er ist ein Mann, der mich sehr, sehr beeindruckt. Als ich ihn gehört habe, ich weiß noch nicht mal in welchem Zusammenhang, es gibt da immer wieder Empfehlungen, da war ich einfach so fasziniert von dem, was er da sagte, dass ich ihn auch im Sturm erobert habe und das ging dann auch nicht so leicht. Weil er ist, jetzt sollte er eigentlich in der Ernte stehen an diesem heutigen Tag. Das war ein bisschen Knochenarbeit, aber schlussendlich hat er seine Ernte zu Hause eingetauscht, um heute mit uns hier zusammen zu sein. Ja. Und ich kann nur sagen, da unten sitzt er, ein Mann, wenn er spricht, dann hörst du nachher die Bäume sprechen. Wer das ist, wir reden von Dr. Erwin Thoma, wir hören mehr von ihm, bitte. Das ist er. Wir sehen, wer er ist auf der Leinwand. Und dann bitte ich ihn nachher hochzukommen. Ingenieur Dr. Erwin Thoma. Ein gefragter Pionier und Experte auf dem Gebiet Baumwissen und Holzforschung. Geboren 1962. Aufgewachsen in Österreich. Er ist verheiratet, hat 3 erwachsene Kinder. Ausbildung. Ausbildung zum Förster. 1985 übernimmt er als jüngster Revierförster Österreichs ein abgeschiedenes Bergrevier im Tirol. Es folgten mehrere Lehrjahre, die ihn durch die Forst- und Holzwirtschaft Europas führten. Tätigkeit. 1990 Gründung eines eigenen Holzverarbeitungsbetriebs, ein Pionierbetrieb, der Gebäudehüllen aus reinem Holz herstellt. 1998 Gründung eines eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Naturholzverarbeitung. Im selben Jahr Anmeldung einer speziellen Holzbauweise zum internationalen Patent. Diese Entwicklung veränderte den Stand der Technik im Holzbau grundlegend. Verschiedene Entwicklungen machen ihn zu einem europaweit anerkannten Naturholzspezialisten. Seine Entwicklungen beschäftigen mehrere europäische Universitäten. Erhalt zahlreicher Auszeichnungen für seine gebauten Häuser, unter anderem den Salzburger Innovationspreis sowie die bislang einzige Cradle-to-Cradle-Gold-Zertifizierung für ein Baumaterial. In Fernsehsendungen, Fachvorträgen und 9 Büchern, davon 5 Bestseller, gibt Erwin Thoma sein Wissen weiter. Seine Bücher wurden in 10 verschiedene Sprachen übersetzt, mit einer Gesamtauflage von ca. 500.000 Stück. Medienberichte in Japan, USA und ganz Europa verhelfen ihm zu einem internationalen Netzwerk mit Architekten, Baufachleuten und Vertretern aus der Wissenschaft und Wirtschaft. Sein Thema heute? Die geheime Sprache der Bäume. Herzlich willkommen. Einer von den Bucht solche Menschen. Ich weiß nicht, was alles kommt jetzt heute, aber eins wünsche ich mir. Die kleine Geschichte mit dem Harz. Okay. Mit dem Papa, mit der Büchse, das war so lieb. Man kann so viel lernen von ihm. Ich habe das ausprobiert, es ist einfach eine Wucht. Gut, viel Erfolg. Danke, lieber Ivo, für die Einladung. Und grüß Gott benannt, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich so, dass ich jetzt am Schluss mit Ihnen eine Reise machen kann in eine ganz andere Welt. Wir haben heute so viel gehört über Interessen, über Macht, über Manipulation, über Strategien, die es braucht, über alles Mögliche. Und ich möchte jetzt mit Ihnen schauen, wie man in einer ganz anderen Welt als der unseren damit umgeht. Wie schaut es aus in der Schöpfung, in der Natur? Was macht man da mit den schwächeren Teilnehmern im Spiel, im Leben? Wie geht man da um mit der Zukunftssicherung für mehrere Generationen?
Und diese Reise, die möchte ich mit Ihnen machen zu den Bäumen und in den Wald hinaus. Jetzt werden Sie da vielleicht denken, der hat einen Holzkopf, weil was hat der Wald und was haben die Bäume mit solchen Themen zu tun, mit Strategien, wie wir Menschen die Erde gerecht und gut gestalten sollen. Aber Sie werden gleich sehen, wenn man sich mit den Bäumen beschäftigt, dann kann man machen, was man will, dann landet man unvermeidbar bei den tiefen Geheimnissen des Lebens. Das ist immer so, wenn man in die Schöpfung hinausgeht. Und schauen Sie mal, was ist ein Baum? Jeder von Ihnen ist schon bei einem Baum gewesen, hat ihn angefasst, umarmt oder sonst was. So ein Baum ist ja was eine schwere Masse, ist ja was Beeindruckendes. Bäume gehören zu den ältesten Lebewesen auf Erden, sind 100-mal länger hier wie wir Menschen. Man sagt 500 Millionen Jahre. Und gestern haben wir da so schöne Bäume gesehen, da so eine Fichte oder Tannen und auch der Tannen mit einem Dreiviertel Meter Durchmesser und vielleicht 30, 40 Meter hoch. So ein Baum, der bringt mit seinen Ästen und Nadeln gut und gern 10 Tonnen Masse auf die Waage. Wo kommen die 10 Tonnen her? Das war ja immerhin einmal ein Stecknadelkopf großes Samenkorn, das auf die Erde gefallen ist. Und da stehen heute 10 Tonnen. Wo kommt diese Materie her? Was ist das, dieses Holz, diese Figur? Im Biologieunterricht, wie ich noch ins Gymnasium gegangen bin, da hat unser Professor gesagt, Bäume wachsen, indem sie Nährstoffe aus dem Boden nehmen. Und wir haben uns gedacht, Holz ist umgewandelter Boden. Aber das geht sich nie und nimmer aus, weil wenn die 10 Tonnen aus dem Boden kämen, dann müsste dort ein großes Loch sein. Ist aber nicht. Also ich kann es Ihnen ganz genau sagen, von so einer Tanne, von der Materie dieser Tanne, sind genau 0,5% der Masse aus dem Boden. Der Rest ist Luft und ein wenig umgewandeltes Wasser. Jeder Baum ist ein Wunder und da hört bereits jede Erklärungsmöglichkeit der Wissenschaft auf. Jeder Baum ist Luft, die sich vor unseren Augen materialisiert, die zur Materie wird. Wenn ein Bäumchen zu wachsen beginnt, dann macht es als allererstes genau das Gleiche, was wir alle getan haben. Das allererste, was ist das Erste, wenn das Leben beginnt? Atmen, ja super, das ist die richtige Antwort. Die falsche Antwort, die ich oft höre, ist schreien, aber das Erste ist atmen, Luft drin. Und diese Luft ist die Nahrung des Baumes. Bäume haben nämlich die größte Lebenserfindung gemacht, die es auf der Erde gibt. Das ist die grüne Farbe. Die sind nicht durch Zufall grün. Nämlich dieses Grün ist in der Lage, die Sonnenenergie, das Sonnenlicht so zu filtern, dass ein ganz spezieller Strahlenmix innen im Blatt und in der Nadel herrscht. Und wenn dort das CO2, das Gas aus der Luft vorbeigeführt wird, dann zerfällt es und der Baum hat Kohlenstoff gewonnen. Kohlenstoff, aus dem er seinen Körper bauen kann. Und dasselbe macht er mit H2O im Wasser, das zerfällt auch und dann hat er Wasserstoff. Und ein Baum ist eine Kohlenwasserstoffchemie. Mit ganz wenig Spurenelemente. Und die Spurenelemente, die haben die wichtige Funktion, die sind massenmäßig nicht relevant, aber sie haben die wichtige Funktion, dass sie den Molekülen ihre Bestimmung geben, dass sie daraus die bestimmten Zellen formieren, dass sie eben bestimmen, dass das ein Stück Rinde, ein Stück Holz oder ein Stück Blatt oder sonst was wird. So, das ist soweit die bekannte wissenschaftliche Erklärung auf molekularer Ebene in kürzester Form. Trotzdem, wie ich gesagt habe, wenn man weiterfragt und sagt, wer steuert das? Wer kommt auf so eine Idee? Wie passiert das? Gibt es aus der Wissenschaft keine Antwort mehr. Da müssen Sie in die Religion gehen oder in die Philosophie. Und das will ich heute nicht weiter vertiefen, das kann jeder selbst diese Antwort suchen. Es ist natürlich, am Ende muss eine Schöpfungserklärung stehen. So, aber was für mich spannend ist, ist diesen Baum mit dem Menschen zu vergleichen. Und ich möchte zuerst den stofflichen Vergleich anstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich das Elektronenmikroskop nehme und aus Ihrem Körper ein ganz kleines Funzerl rauszwick, eine Zelle, und die dann zerlege und untersuche,
dann gibt es eine große Überraschung. Das sind ja exakt die gleichen Bausteine, die unseren Körper bilden, wie die, die den Baum bilden. Die sind nur ein bisschen anders zusammengesetzt, die Spurenelemente sind anders positioniert. Also wenn zu mir jemand sagt, du bist ein Holzkopf, das ist bei Gott keine Beleidigung, dann muss ich ihm antworten, selbstverständlich ist das ein Holzkopf, aber Gott sei Dank, also bitte, gell, ich freue mich über den Zwischenapplaus, aber so geht das nicht, weil der Ivo hat in einer Minute seine Botschaft bringen können, wenn Sie immer applaudieren, bin ich in einer Stunde niemals fertig. Also machen wir es so, dass wir am Schluss applaudieren, wenn es geht. Wenn es gar nicht geht, aber wenn es geht. So. Also da, es geht ja hier nicht um mich, bitte. Ich bin ein Werkzeug, das eine Botschaft zu bringen hat. Mich geht es wirklich nicht. Zurück zum Holzkopf. Der Unterschied ist wirklich nur der, dass manche ganz kleine Atome anders gesetzt sind. Ich möchte Ihnen ein beeindruckendes Beispiel bringen, wie verbunden, wie untrennbar verbunden wir mit der Natur, mit der Schöpfung sind. Ich habe erzählt, dass dieser Wunderstoff, der den Wald, der das Ganze erst gedeihen und entstehen lässt, das ist das Chlorophyll, der grüne Farbstoff. Wenn Sie sich ein Chlorophyllmolekül unterm Mikroskop anschauen, dann sehen Sie eine Struktur, die ist wunderschön. Man kann es vielleicht am ehesten mit einem Schneekristall vergleichen. Eine wunderbare geometrische Struktur mit Kohlenstoff, Wasserstoff, geometrisch angeordnet. Da gibt es relativ weit drinnen einen Ring aus Stickstoffatomen und ganz in der Mitte, ganz seltsam, ein einziges Magnesiumpünktchen, ein Atom. Dieses Magnesium, das ist im Verhältnis zur Gesamtmasse so wenig, wie wenn ich auf einen Tisch ein Brösel Salz hingebe. Das ist nicht massenrelevant. Das ist ganz wenig. Trotzdem sitzt es in der Mitte, also wird es eine Bedeutung haben. Wenn wir jetzt ein Experiment machen, und das Chlorophyll ist ja ganz wichtig, weil ohne Chlorophyll könnten wir Menschen nicht hier sein. Alles organische Leben ist dadurch entstanden. Das ist sozusagen ganz nahe am Schöpfungsgeheimnis, wissenschaftlich betrachtet. Und wenn ich jetzt in der Mitte das Magnesium rausnehme und durch ein Eisenatom ersetze, dann habe ich an der Masse, der Gesamtstruktur nichts verändert. Das ist so wenig, dass es wurscht ist, dass es belanglos ist. Aber sobald ich das Eisen reingebe statt Magnesium, wird die ganze Struktur rot. Und ich habe nicht mehr Chlorophyll, ich habe Hämoglobin, unser Blut. So ähnlich, so verwandt, so nahe sind wir den Bäumen. Und ich kann Ihnen jetzt zig solcher Beispiele aus der Chemie, aus der Physik und aus der Biologie bringen. Also wenn jemand meint, ich lebe hier als Alleiniger und mein Ego bläst mich auf und ich gestalte alles, das ist ein großer Irrtum. Sie können machen, was Sie wollen. Wir sind verbunden mit der Erde, wir sind ein Organismus. Wir Menschen und die Menschen sind ein Organismus, der mit der Erde verbunden ist. Und wenn ich auch noch solche Machtfantasien sehe, vergesst es, natürlich gibt es das, aber das sind Fehlentwicklungen, die natürlich auch wieder zusammenbrechen. Ganz klar, biologisch gesehen. So, das ist wichtig, dass wir das wissen. Und ich möchte noch ein paar Beispiele anstellen zwischen Baum und Mensch. Vielleicht einmal einen wichtigen Unterschied. Wenn ich so ein kleines Bäumchen im Wald sehe, oder wenn ich eins pflanze, ich habe persönlich tausende von Bäumen gepflanzt, dann gibt es etwas ganz Spannendes. Ein Bäumchen, das sein Leben beginnt, der weiß vom ersten Tag an, was er auf dieser Welt will. Und er weiß es sein Leben lang. Das ist in meinen Augen der größte Unterschied zu uns Menschen. So ein Baum, der weiß, ich muss nach oben wachsen und ich muss meine Arme, meine Äste, meine Krone, meine Blättern ausbreiten, damit mich die Sonne anstrahlt. Dann kann ich all meine Aufgaben erfüllen. Ich brauche das Licht der Sonne. Die Luft ist da, das Wasser ist da, das habe ich sowieso. Und das wollen Sie zunächst einmal.
Also am Beginn ihres Lebens stehen sie in einem Wettbewerb, weil es gibt im Wald ja immer viele, die Natur ist ja immer verschwenderisch, es gibt immer viele Samen und dann wachsen die nach oben. Und da gibt es dann diese liberalen Marktwirtschaftstheoretiker, die sagen, der Wettbewerb regelt alles, weil in der Natur ist auch alles Wettbewerb. Das ist so ein fataler Irrtum, der uns in Fehlentwicklungen der Wirtschaft führt. Weil im Wald, da gibt es einen Wettbewerb, aber nur ganz, ganz kurz. Da gibt es ein kurzes Laufen. Und wenn die Bäume oben sind, dann denkt keiner mehr daran, seine Macht weiter auszubauen. Der Punkt, wo jeder Wettbewerb aufhört, ist der, wo das Leben des Einzelnen abgesichert ist. Sobald ein Baum groß ist, weiß der bis in seine innerste Zelle, es geht uns allen besser, wenn wir uns total verbrüdern. Der Wald, der weiß, es kommen Stürme, es kommt die Trockenheit, es kommt der Blitzschlag, es kommt der Waldbrand, es kann der Borkenkäfer kommen, es kommen so viele Herausforderungen. Die können wir nur bestehen, wenn wir brüderlich sind, so brüderlich oder schwesterlich, wie es geht. Das heißt, Wettbewerb, die Illusion, dass die Natur uns in den Wettbewerb schickt, das ist, entweder ist jemand, der sowas sagt, hat er keine Ahnung vom Leben oder er verfolgt irgendwelche Interessen. Es ist jedenfalls unwahr. Es ist biologisch nicht haltbar. Und Gerhard Wisniewski hat einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, das Leben ist Organisation. Das stimmt. Leben, also ein organischer Lebenskörper braucht Organisation innen und außen. Organisation funktioniert nur, wenn es einen Informationsschluss gibt, wenn es Kommunikation gibt. In unserem Fall der Bäume, wenn es die Sprache der Bäume gibt. Das ist der nächste ganz große Trugschluss. Wir Menschen gehen in den Wald und sagen oft, wir gehen in den Wald, weil dort ist es so still. Es ist nur deshalb so still, weil wir nicht verstehen können, was da los ist. Im Wald ist mehr los wie zwischen uns Menschen. Beginnen wir beim Wachstum des kleinen Bäumchens. Ein kleines Bäumchen wird gepflanzt oder fällt als Samenkorn auf die Erde und beginnt. Jetzt haben wir schon gehört, der braucht Wasser und Luft, aber er braucht diese 0,5% Spurenelemente, diese Steuerungsstoffe, die braucht er. Wie kriegt er die? Die stecken im Humuskomplex. Und ein Baum, das ist, ist auch so eine weit verbreitete Irrmeinung, eine Wurzel ist kein Bergarbeiter, die Wurzel kann aus der Erde gar nichts rausnehmen. Nichts, 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 kein einziges Atom, nichts. Die Wurzel braucht jemand, der eine Bestellung entgegennimmt und genau das Material, das der Baum gerade benötigt, aus der Erde rausschürft und zur Wurzel hinträgt. Die braucht jemand, der diese Arbeit macht. Und dieser jemand, das sind die Mikroorganismen. Nur, dass wir so ein Bild haben, in einem Teelöffelchen Walderde leben im Durchschnitt 10 bis 11 Millionen Mikroorganismen. Für unseren Menschenverstand gar nicht vorstellbar, so viele. Und die Mikroorganismen, die tun nichts anderes, wie ihr ganzes Leben lang. Diese Spurenelemente, wenn die wissen, heute braucht er Eisen, morgen braucht er Magnesium, weil er Chlorophyll macht, übermorgen Calcium, Kalium, Mangan, alles Mögliche, diese Spurenelemente, die holen das aus der Erde und tragen es zur nächsten Wurzelspitze. Jetzt frage ich Sie, sind die bescheuert? Das ganze Leben arbeiten für nichts? Würden Sie das machen? Aber keine Sorge, die machen das auch nicht umsonst. Die Mikroorganismen, die werden fürstlich entlohnt. Die sind nämlich lauter Junkies und die kriegen vom Baum etwas, was es sonst nirgends gibt. Da unten in der dunklen Welt, das gibt es nirgends. Und das ist, ich sage zuerst, die chemische Formel für die, die arbeiten. Das ist C6 Kohlenstoff H12 Wasserstoff O6 Sauerstoff. Also genau das, was der Baum da oben hat. Und wer sich in der Chemie auskennt, das ist Zucker. Also der macht in der Photosynthese oben nicht nur Holzzellen, sondern er produziert nebenbei auch jetzt im Sommer, wo die Sonne scheint und die Säfte fließen, viel Zucker. Und den Zucker transportiert er nach unten und verteilt ihn an die Mikroorganismen. Jedes Mal, wenn sie was abgeben, kriegen sie einen Tropfen Zucker dafür. Und dafür arbeiten die.
das ist eine Symbiose, das ist eine große Kooperation. Und die wissen auch, einer allein schafft es nie. Wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen kommunizieren. Die müssen wissen, was der Baum braucht. Da gibt es in der Biologie ganz tolle Forschungen. Wenn jemand in den Wald geht, und ich in den Wald gehe, und ich nehme eine Axt, was ich als Förster oft habe, und sage, jetzt den markiere ich, weil der muss weg, weil er schon so groß ist, weil er sonst zusammenbricht. Und dann haue ich einmal ein Loch in die Rinden, dass der Forstarbeiter den findet, damit er ihn umschneiden kann. Das ist eine Verwundung, so ein Loch, und der Baum spürt das sofort. Und wenn er sowas hat, passiert was ganz Eigentümliches. Innerhalb von ein paar Minuten, mitten im Sommer, in der Wachstumsperiode, wenn es im Sommer passiert, stellt er jegliches Wachstum ein. Der kriegt die Meldung, hier ist eine Wunde, das ist gefährlich, da können Pilze, Bildsporen, Viren, Bakterien eindringen, die können mir die Fäulnis verursachen und mein Leben gefährden. Also hört der oben sofort zum Wachsen auf, keine Zellbildung, und benutzt die ganze Kraft, um diese Wunde zu heilen. Und das ist das Erstaunlichste. Nach 10 Minuten wissen Milliarden Bodenlebewesen, dass der da oben jetzt eine Wunde hat, was anders braucht, und bringen aus dem Humuskomplex andere Stoffe zu den Wurzelspitzen. Liebe Leute, je tiefer du in die Natur schaust, desto mehr kniest du dich vor den Wundern der Schöpfung des Lebens nieder. Es ist sowas Fantastisches. Es gibt nichts Fantastischeres. Ja, Sie können es nicht lassen. Aber das zum Thema Kommunikation. Oder wenn im Sommer, wenn jetzt sowas so heiß ist, ein Gewitter durch ein Bergtal zieht und dann schlägt der Blitz in einen Baum ein, das ist was Verheerendes, das sind unglaubliche Kräfte. Ich habe das erlebt. Es ist so unglaublich, es klingt, ich bin einmal selbst unter so einem Baum gestanden und habe es glücklicherweise überlebt. Also da habe ich damals, bin ich aufgestanden und gesagt, lieber Herrgott, du hast mit mir noch was vor, weil normalerweise bist du weg. Da zerreißt es durch den ganzen Baum, zerreißt es so Rinden runter und Fetzen fliegen weg. Das ist eine Urgewalt. Wenn sowas passiert und du kommst am nächsten Tag wieder an den Ort, das ist ganz seltsam. Am nächsten Tag umkreisen diesen Todgeweihten, weil dem seine Kräfte sind hinüber, diesen todgeweihten Baum umkreisen Tausende und Abertausende Borkenkäfer. Ich habe mich oft gefragt, ich habe dort nie so einen Käfer gesehen. Plötzlich ist einer schwach und krank, da sind die da. Die sind die Gesundheitspolizei des Waldes. Die haben die Aufgabe, den Kranken zu entfernen, dass da nichts weitergeht. Die sind da am nächsten Tag. Und dann bohren sie sich in dem ein. Und jeder Baum hat ja eine unglaubliche Abwehrkraft. Die ersten, die sich einbohren, die kriegen das Gesicht mit Harz verstopft und dann ersticken sie und so. So hält die Natur das ökologische Gleichgewicht. Aber die wissen, der ist geschwächt, dem geht es bald auf. Wir opfern die ersten 1000 und die anderen können sich vermehren. Und dann haben wir als Ergebnis 1 Million mehr. So funktioniert das. Und sobald im Wald der erste Baum vom Käfer überfallen wird, passiert was ganz Spannendes. Rundherum bekommen alle die Meldung, hier gibt es einen Käferüberfall, und obwohl die angeblich im Wettbewerb stehen, obwohl die angeblich mit den Ellbogen durchs Leben gehen, so wie wir es in der Wirtschaft machen, hören die umgebenden Bäume sofort zum Wachsen auf. Die sagen nicht, hurra, jetzt ist einer weg, jetzt haben wir mehr Raum. Die hören zum Wachsen auf, stellen den Wettbewerb ein und produzieren gemeinsam ausschließlich Borkenkäferabwehrsubstanz. Unglaublich. Wenn in einem Berghang der erste Baum meldet, mir geht das Wasser aus, es wird zu trocken, das ist total lebensgefährlich. Und der merkt, seine Wasserreserven gehen zu Ende. Dann meldet er das an alle anderen, und sobald die Meldung kriegen, sagen die kollektiv auf dem ganzen betroffenen Berghang, jetzt gehen wir mal mit dem Wachstum um 20 oder 25 oder 30% zurück und machen die Spaltöffnungen entsprechend kleiner und fahren gemeinsam alles zurück. Und dann gibt es ein Monitoring, dann beobachten sich die gegenseitig, und wenn am nächsten Tag schon 10 melden, jetzt wird es bei uns auch knapp, dann fahren sie noch weiter runter bis zum Nullwachstum. Da gibt es sicher Bäume,
die in der Situation noch in der feuchten Mulde stehen und sagen, jetzt könnte ich es ausnutzen, jetzt ziehe ich davon. Tun sie nicht. Sie schauen, dass sie gemeinsam über die Runden kommen. Dieses Verhalten ist selbsterklärend. Da brauche ich nicht herumphilosophieren. Das ist selbsterklärend. Das muss man nur beobachten. Es ist fantastisch, ich sage euch das. Und dann gibt es noch eine spannende Frage, damit ich als Antwort auf die Frage, Ivo, am Schluss das erklären kann, was du gern hörst. Wenn diese Zellen der Bäume, ich komme ja aus der Holzforschung, ich bin Unternehmer, ich habe in den letzten 10 Jahren in über 30 Ländern mehr als 1000 Holzbauprojekte abgewickelt. Und ich bin in der Welt der Technik daheim. Aber trotzdem interessiert mich das dahinter so sehr. Und ich habe mich immer gefragt, diese Baumzelle, das ist so ein Wunder, die Kommunikation, die Sprache der Bäume, das habe ich vielleicht, muss ich vorher noch sagen, wie das funktioniert, diese Verständigung bei der Trockenheit und so, wie sich die verständigen, wissen sie vermutlich nicht. Na, übers Internet, ist eh klar. Sie lachen. Das Internet ist eine Erfindung des Waldes. Zu jedem Baum gehören unterirdisch einige Pilzstämme und man schätzt, dass zu jedem Baum ungefähr 30, 40, 50 Kilometer feinstes Pilzmyzelsystem im Waldboden gehört. Der Waldboden ist ultra vernetzt mit für uns unsichtbar dünnen Pilzfäden. Und genauso wie unser Körper durchs Nervensystem elektrische Impulse schicken kann, können Bäume den Pilzfäden entlang von Baum zu Baum biochemische Impulse schicken. Ganz genau dasselbe System. Funktioniert nicht so schnell wie das elektrische, aber wenn das statt Millisekunden ein paar Minuten braucht, spielt das im Wald keine Rolle. Ist schnell genug. Das ist das Internet des Waldes. So verständigen sich die. Also die verständigen sich wirklich biochemisch über das Pilzsystem. Die Schwammerl, die wir pflücken zum Essen, die sind ja nur eine ganz kleine Erscheinung dieser riesigen unterirdischen Pilzwelt. Und sie verständigen sich über Duftmoleküle, die sie im Wind rausschicken und die dann der Nächste aufnimmt. Und über Duftmoleküle sprechen sie auch zur anderen Tierwelt. Wenn der Käfer kommt, schicken sie sofort Duftmoleküle an alle Vögel, die gern Käfer fressen. Damit die Vögel wissen, hier ist er konzentriert, da musst du dich nicht bemühen, da kannst du den Bauch voll fressen und ich bin befreit. Das nennt man ökologisches Gleichgewicht. Also sie sehen an diesen, ich könnte natürlich jetzt bis in die Nacht hinein sowas reden, ich höre jetzt wirklich auf, aber ich möchte Ihnen zeigen, die Natur ist so genial, wir brauchen da nichts verändern. Wir müssen uns im Gegenteil nur bemühen, dass wir diese wunderbaren Systeme erhalten. Dann bleibt es gut. Wir brauchen da nicht wie der Schöpfer eingreifen. Das sind wir nicht. Wir sitzen nicht am Kutschbock der Natur. Wir sind die Nutznießer, die ernten dürfen und die sie bewahren dürfen. Das sind wir in Wahrheit. So, das zur Sprache der Bäume. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, ist am Büchertisch, die geheime Sprache der Bäume. Und da kann man sich das alles rauslesen, wie das funktioniert. Aber die Analogien zum Menschenleben sind fantastisch. Naja, und da habe ich auch mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Und immer habe ich mir die Frage gestellt, die mich so fasziniert hat, wenn eine Zelle im Baum unserer menschlichen Zelle so unglaublich ähnlich ist, wieso funktioniert die Zelle in unserem Körper, wenn es ganz, ganz, ganz gut geht, 100 Jahre und dann ist Schluss. Wo ich doch weiß, dass es Bäume gibt, die tausende Jahre werden. Der älteste der Wissenschaft bekannte Baum ist 9600 Jahre. Welche Weisheit haben sich diese Wesen zugelegt, dass sie Zellen aus derselben Grundsubstanz Jahrtausende funktionieren lassen. Stellt euch vor, wir könnten das Geheimnis heute lüften und würden dann so einen großen Kessel von dem Wunderelixier brauen und jeder nimmt eine Dose mit heim und du streichst aufs Gesicht und morgen schaust in den Spiegel und du schaust aus wie 17. Das, ich wage zu bezweifeln, dass das für unsere Psyche gut wäre, aber zumindest wäre es faszinierend. Aber Sie sehen, da gibt es unglaublich viel Weisheit. Und Wissen und Erfahrungswerte im Wald,
die uns Menschen nutzen können. Da gibt es unglaublich viel drinnen. Und ich will es jetzt, das ist ja natürlich jetzt so ein kleines Einstiegsphilosophikum. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Uhrzeit ist. Genug. Gut. Ich möchte ja zum Abschluss möglichst konkret werden und nicht nur in der Theorie bleiben. Weil all das hat mit unserem Leben, mit meinem Leben, mit Ihrem Leben, mit dem Leben Ihrer Kinder und unserer Nachkommen enorm viel zu tun. Enorm viel hat das mit uns zu tun. Das Leben, Werden, Kommen und Gehen der Bäume. Das hat enorm viel mit uns zu tun. Weil wir Menschen, wie wir heute schon so wirklich schön gehört haben, Hagen, wie du das schön dargestellt hast, wir sind ja in vielen Bereichen in die Sackgasse gefahren. Diese Versuche, Macht anzuraffen, ist ja auch letztlich ein Verzweiflungsakt. Also ich bin voll von Mitleid mit Menschen, die ihr Leben solchen Dingen widmen. Es ist ja eine verzweifelte Aktion. Und wenn ich als Wirtschaftstreibender, als Unternehmer in die Wirtschaft schaue, schüttle ich ja den Kopf. Wie Sie jetzt gehört haben, war mein erster Beruf und meine erste Ausbildung, war es, Förster zu sein. Und ich habe immer gesagt, das ist mein Traumberuf, Förster zu sein. Und dann habe ich nur dazu das Glück gehabt, dass ich der jüngste Förster Österreichs war. Mit knapp über 20 war ich schon Revierförster. Das gab es überhaupt nicht in der Zeit. Aber das war ein Zufall, der nichts mit meiner Tüchtigkeit zu tun hatte, sondern mit ganz anderen Umständen. Ich war zufälligerweise genauso jung und bin als Förster da angetreten. Da haben die zum ersten Mal für ein Revier, wo sie sonst immer viele beworben haben und eine Drängerei war, haben sie keinen gefunden für dieses Revier im Karwendelgebirge in Tirol. Und der Grund, warum sie damals keinen gefunden haben, war, das Forsthaus war vom Gemeindeamt 80 Kilometer entfernt. Und im Winter war man wochenlang eingeschneit, da gab es noch keine Lawinenverbauungen. Wenn die Lawinen gekommen ist, haben sie das Tal einfach zugesperrt und da hast du dann allein existieren müssen. Und ich hatte das große Glück, ich bin ja mit meiner Frau schon bald 40 Jahre beisammen, und ich habe das große Glück gehabt, dass meine Frau kurz vorher, so in einem Augenblick der Verliebtheit, die jungen Damen sollen jetzt sehr aufpassen, da muss man vorsichtig sein, die hat damals zu mir gesagt, mit dir gehe ich überall hin. Das zeig vor. Und kaum hat sie das ausgesprochen, habe ich gehört, dass es einen Försterposten gibt, wo sie keinen Wahnsinnigen finden. Und ich habe mich beworben und bin dort versetzt worden. Und dann sind wir zwei als junges Paar vor dem Forsthaus mitten im Wald gestanden. Und es gab keinen Strom. Das war so eine Selbstversorgersituation. Es war wunderbar, für mich war es ein Traum, weil ich bin den ganzen Tag im Wald gewesen und konnte mich verwirklichen, fernab der Bürokratie. Im Winter ist es dann finster geworden, wir haben jedes Jahr ein Kind bekommen, es war eine herrliche Zeit. Und in der Försterei habe ich aber neben dem Humorvollen auch sehr tiefe Erfahrungen machen dürfen. Ich war ein junger Techniker, ein Ingenieur und war überzeugt von der Technik. Ich habe ja erlebt, wie Forstarbeiter noch mit den alten mittelalterlichen Methoden bei der Arbeit zu Tode gekommen sind. Ich habe Arbeitsunfälle gesehen, wie sie mit dem Schlitten das Holz vom Berg runtergezerrt haben. Das war sehr, sehr schwer und mühsam. Und dann gab es die Maschinen eine echte Erleichterung. Und zunächst haben wir diese Maschinen als Segen empfunden. Und die haben mich bemüht, die Technik dort hineinzubringen. Und das hat aber irgendwie, wie wenn dieses Weltbild der alleinigen Technik erschüttert werden hätte sollen, habe ich immer so Erfahrungen machen müssen. Zum Beispiel sind eines Tages zwei Männer zu mir gekommen und haben gesagt, wir sind zwei Geigenbauer und haben gehört, dass in den Hochtälern des Karwendels im Mittelalter die ganz großen Meister des Geigenbaus ihr Holz gefunden haben. Ob ich bereit bin, solche Bäume zu suchen mit ihnen. Dann habe ich mir gedacht, ne, das klingt interessant, ich habe es nur vom Hörensagen gekannt und da gehe ich mit, das schaue ich mir an. Und wenn wir da rauf sind in so ein Tal, haben sie mir noch dazu erklärt, so ein Geigenbaum, der muss ganz ruhig gewachsen sein, ganz fein und deshalb im Gebirge. Und die besten Bäume, die sind welche, die haben so eine genetische Mutation, die haben keine geraden, sondern so gewellte Fasern, findet man extrem schwer und selten. Na gut, haben wir gedacht, das kann was werden. Dann haben die dort oben im Wald begonnen, an die Bäume zu klopfen und zu lauschen. Für mich war jedes Mal das gleiche Dok-Dok, ich habe keinen Unterschied gehört.
Und mir ist dann langweilig geworden, ich bin woanders hin und nach ein paar Stunden komme ich zurück und die waren ganz aufgeregt und sagen, wir haben einen Baum gefunden, der könnte passen. Ich sage, naja, das schaue ich mir an. Und ich bin runter auf die Forststraßen, da ist mein alter VW Käfer gestanden, habe die Motorsäge raus, eine Axt und Keile geholt, aufgestiegen wieder und habe den Baum umgeschnitten. Einen Fellkerb eingeschnitten, weil der Bestand war uralt, der war schon beim Zusammenbrechen und ich musste dort sowieso etwas ernten. Jetzt war es egal, es hat genau reingepasst. Einen Vollkerb gemacht, habe den Fellschnitt gemacht, habe gekeilt und irgendwann kommt dann der Augenblick, wo die Krone so zum Zittern anfängt, dann neigt sich der Baum, der steht ja am Schluss nur mehr auf einer Leiste über die Falter und er ist gefallen. Und so ein Augenblick, wenn du als kleiner Mensch mit der lauten Säge so ein Lebewesen zu Boden bringst, das ist immer für mich halt ein Augenblick des Innehaltens. Ich war ganz ruhig und habe mir den Schweiß von der Stirn gewischt und habe geschaut. Man denkt, wow. Und die zwei sind sofort hin und haben sich hinkniert und haben diese Scheibe, die Jahresringe, die man jetzt gesehen hat, des Baumes betrachtet. Weil die Jahresringe des Baumes sind sein Tagebuch. Da schreibt er das ganze Leben auf. Da kannst du sehen, was er erlebt hat. Da siehst du zum Beispiel, wenn er als Kleiner kein Licht bekommen hat, weil der Vater übermächtig war und den Jungen nicht aufwachsen hat lassen. So die Kronen. Und dann vegetieren die und haben keine Chance. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Alten einmal wegkommen im Wald. Erst wenn der Große wegkommt, hat der Junge die Chance. Das ist ein natürlicher Prozess. Oder du siehst, wenn irgendeine Hungersnot, Trockenheit herrscht, oder du siehst, wenn der Boden zu rutschen anfängt, weil das bildet sich alles ab, dann muss der Reaktionsholz bauen, muss er sich abstützen und so weiter. Und all diese Vorgänge sind schlecht, weil sie erzeugen Spannungen im Holz. Bei dem Baum war gar nichts, der war perfekt. Und die Faser war so gewellt, ich habe es nicht glauben können. Ich denke, wie können die das hören? Aber es war so. Und die haben das angeschaut, waren überglücklich und ich habe denen so ein Stück Holz verkauft. Und dann sind die heimgefahren, überglücklich. Ich habe das wieder vergessen. Meine Aufgabe war es ja, das Holz 1000 Kubikmeterweise an die große Industrie zu verkaufen. Und nicht da so Abschnitte. Für mich war das einfach ein Hobby. Ein Jahr später klopft es wieder an die Tür, stehen die zwei gleichen Gesichter wieder vor meiner Haustür. Ich habe sie erkannt und habe gesagt, wenn ihr heuer wieder Geigenholz suchen wollt, dann geht es einmal allein und ich komme dann nach. Ich sage, nein, haben die zwei gesagt. Wir sind nicht zum Holzsuchen da. Wir sind gekommen, um uns zu bedanken. Weil der Stamm, der war perfekt. Und normalerweise, haben sie mir erklärt, muss man 10 Jahre das Holz lagern, bis man Geigen wirklich bauen kann. Aber da sind so viele Rohlinge rausgekommen, dass sie schon aus einem Stück eine Geige gebaut haben. Und die ist so wunderbar geworden, sie haben es nicht glauben können. Ich war ein wenig überfordert, weil ich mir gedacht habe, damals gab es ja noch kein E-Mail und kein Faxgerät. Ich habe gesagt, du hättest eine Postkarte nachschreiben können, ob sie so weit fahren, da einer. Dann haben die gesagt, nein, wir haben beschlossen, ihnen zum Dank ein Konzert vorzuspielen. Dann haben sie aus dem Auto die Geigen geholt und eine zweite. Ich bin ins Forsthaus gelaufen, habe die Frau und die Kinder geholt und der Hund und die sind alle so da gestanden. Und dann haben die zwei zum Spielen angefangen. Und die haben gedacht, wow. Ich war immer allein im Wald, im Sommer, im Winter. Da hörst du so viele Stimmen. Im Wald ist es jeden Tag anders. Da braucht nur sich die Luftfeuchtigkeit ändern. Der Wind, der Regen, der Schnee, der Frost, das Tauwetter, es ist immer anders. Aber wenn man denkt, diese Stimme aus dem Baum, den ich selbst gefällt habe, das hätte ich nie vermutet. Und die haben gespürt, mitten im Wald. Und die haben gedacht, das ist eine andere Welt. Und dann haben wir es zur Jausen eingeladen und dann haben wir die erklärt, eine Geige, haben sie gesagt, ist ja nichts anderes wie ein 1/2 Kilogramm Holz. Aber in die beste Form gebracht, mit der ganzen Liebe, mit der ganzen Erfahrung, mit der ganzen Meisterschaft, die Menschen über Jahrhunderte aufgebaut haben. Dann habe ich mir gedacht, wenn die nicht gekommen wären, hätte ich den Baum, diesen wunderbaren Baum in der Großsägewerk geschoben und die hätten Brettel geschnitten und irgendwo hin verchippert. Keine Wertschöpfung, keine Wertschätzung. Dann habe ich denen das gesagt, dann haben sie gelacht, haben gesagt, ja, die Wertschöpfung in unserem Bereich ist schon enorm.
Wenn Sie sich bedenken, eine Geige von Stradivari oder Guarini, von den großen Meistern, die ist heute an Gewicht 100-mal so viel in Gold gewogen wert wie das halbe Kilo Holz. Dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ich schicke Bäume in die Spanplattenfabrik, die machen Sondermüll aus den Bäumen. Und ich dachte, ich lebe in der modernen Zeit, wo alles besser geworden ist. Und ich habe das anzuzweifeln begonnen, was wir da treiben. Naja, und dann gab es noch den Opa bei uns in der Familie. Das war ein 80-jähriger Zimmermann. Und nach 5 Jahren ist sowieso der Florian, der heute am Büchertisch steht, hat mit der Schule begonnen. Dann habe ich gesagt, jetzt, obwohl mir das vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre, habe ich meinen sicheren, tollen Staatsposten gekündigt und mit dem Opa den Beschluss gefasst, wir zwei, er über 80-jährig, ich war dann 26 oder 27, wir zwei gründen eine Firma. Ich will das Geheimnis der Bäume ergründen. In meinem Herzen ist einfach der Ruf, ich muss zur Natur hin. Und diesem Ruf des Herzens bin ich gegen jeden Menschenverstand gefolgt. So lustig war das nicht. Wenn du Vater von kleinen Kindern bist und verantwortlich bist, die Familie zu ernähren und sagst, ich beginne so ein Wolkenbruchkommando und habe nicht einmal einen Businessplan, gar nichts, aber den Opa als Unternehmensberater. Dann hat der Opa noch dazu gesagt, pass auf, wenn wir zwar arbeiten, musst du das Holz in seiner besten Form nehmen. Da habe ich gedacht, ja, in der besten Form. Das ist eh klar, muss man gute Bäume. Nein, hat er gesagt, du musst Mondholz ernten, zum richtigen Zeitpunkt. Da war mir nicht wohl dabei, weil ich habe Forstwirtschaft studiert, er nicht. Und die haben mir nichts erzählt davon, dass das relevant wäre. Ich habe Glück gehabt, er hat Pech gehabt. Ich habe die Ausbildung machen können, die ich wollte. Er war mit 7 Jahren Waisenkind, nachdem der Erste Weltkrieg aus war, und da hat mit Mühe und Not den Beruf des Zimmermanns erlernt und dann hat er sich in Russland an der Ostfront wiedergefunden. Das war sein Leben. Nichts mit Ausbildung. Voriges Jahr habe ich auf der Krim die Orte besucht, wo er sein musste und wo seine ganzen Kameraden umgekommen sind. Furchtbar. Was wir für ein Glück haben, in so einem Frieden zu leben. Und ich war damals ein bisschen arrogant und habe mir gedacht, Opa, Mondholz, vergiss es, ich Esoterik, das geht gar nicht. Dann war er hartnäckig, ich kürze es ab, und war so lang hartnäckig, bis er mich gezwungen hat, meine erste Mondholzpartie zu ernten. Ich habe im Winter, im Jänner, bei tiefem Schnee haben wir die Bäume umgeschnitten. Ich war dabei, habe auf jeden Baum das Tee für Thomas draufgeschrieben, damit es dann in unser kleines Sägewerk, da haben wir dann schon mit so einem Sageln angefangen, kommt. Und bei Neumond habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, die paar hundert Meter, die wir geerntet haben, werden auf der Alm gelagert, weil jetzt dreht der Mond und der Opa hat gesagt, da darf ich nichts anderes mehr tun. Und die Holzknechte, ein paar haben gesagt, ja, die Alten haben schon recht, da ist schon was dran. Und die anderen haben geschmunzelt. Und wir haben es so gemacht. Im Frühjahr, im Mai, lag das Holz immer noch auf der Alm. Ich habe es kontrolliert. Und die Holzknechte haben ja weitergearbeitet nach meinem Stopp. Aber das Holz danach hat ein Nachbarsäger bekommen. Und der hat es auch auf der Alm gelagert, 50 Meter daneben. Im Frühjahr ist der Borkenkäfer gekommen und ausnahmslos ins Holz vom Nachbarn reingeflogen. Und meines ist verschont geblieben. Da bin ich auf der Alm gestanden und habe mir gedacht, ich bin ein klar denkender Mensch und der Käfer hat kein Placebo. Der Käfer, der müsste gefälligst beide Holzhaufen anfallen, wenn er da ist. Hat er aber nicht. Dann haben wir gedacht, Opa, du weißt Dinge, von denen habe ich keine Ahnung. Und bin demütig geworden, habe ihm es erzählt, habe gesagt, Opa, das hätte ich nicht geglaubt. Dann hat er gesagt, du wirst dich wundern, was mit dem Pütz los ist. Der geht da nicht rein. Dann sind wir draufgekommen, dass dieses Holz Jahre und verbaut, Jahrzehnte und Jahrhunderte länger beständig ist und du keinen Tropfen giftiges Holzschutzmittel brauchst, wenn du so arbeitest. Und dann habe ich erst kapiert,
was mir der alte Mann für einen Schatz gegeben hat. Und ich habe erst kapiert, dass da natürlich kein Interesse ist, in den Schulen den jungen Technikern zu lernen, wie die Chemieindustrie kein Geschäft macht. Eh klar. Da gab es ja in jedem Lehrmittelzimmer die Spendengaben von genau dieser Industrie, damit das gelehrt wird. Wow. Und dann habe ich begonnen, die Dinge aufzuschreiben. Und mitzuschreiben, weil ich gesagt habe, für die kleinen Kinder, meine Kinder werden irgendwann groß sein, vielleicht interessiert es einmal einen. Und habe ein Tagebuch geschrieben. Kommt eines Tages ein Verleger zu mir, der wollte einen Fußboden kaufen. Damals noch gar kein Haus, einen kleinen Fußboden. Und wir sind ins Gespräch gekommen und haben eben auch das Thema Mondholz berührt. Und dann habe ich ihm erklärt und so erzählt, wie ich Ihnen jetzt erzähle. Und ich habe dabei in meinen Aufzeichnungen geblättert, weil ich ihm zeigen wollte, genau von wo das Holz für seinen Boden hergekommen ist. Dann schaut er und horcht und horcht und sagt, Herr Thomas, Sie müssen ein Buch schreiben, das ist hochinteressant. Und ich habe gelacht und habe damals genau gesagt, ich bin ein Holzkopf, ich kann doch kein Buch schreiben. Dann sagt er, Sie haben doch ein Buch geschrieben, das Manuskript, das liegt ja da. Sag ich, das ist kein Manuskript, das ist mein Tagebuch für die Kinder, aber nicht für ein Buch. Da sage ich, aber Sie brauchen das nur so formulieren, dass man es als Text durchgehend lesen kann. Dann haben Sie ein wunderbar interessantes Buch. Und man denkt, ja, ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Ich habe sie auch vom Opa geschenkt gekriegt. Und habe es überlegt und gesagt, naja, warum nicht, ich werde mir es überlegen. Ein paar Tage später komme ich zu meinem Steuerberater, irgendwelche Buchhaltungsthemen zu klären. Und nachdem wir das getan haben, haben wir einen Kaffee getrunken und dann sagt er, wie geht's so? Und wir haben uns unterhalten. Und ich sage, du, es ist witzig, jetzt glaube ich, schreibe ich ein Buch. Dann lacht er, sagt er, was willst du für ein Buch schreiben? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Horcht er schweigend zu und sagt dann, pass auf einmal, jetzt sage ich dir was. Ich habe dich jetzt durch die schwierigsten Gründungsjahre begleitet. Das überleben nicht viele Jungunternehmer, so ein Risiko. Und du hast das Glück, dass du durch deinen Opa so ein Spezialwissen bekommen hast. Das ist ein Know-how-Vorteil, das ist ein Vorsprung, das du hast. Das musst du beschützen, verteidigen. Das gehört in Tresor, nicht in ein Buch. Du willst ein Buch schreiben, dass das jeder nachmacht. Bist du wahnsinnig? Dann habe ich mir gedacht, der hat auch recht. Was soll ich jetzt machen? Da war ich völlig verunsichert und bin heimgefahren und habe mir gedacht, was soll ich machen? Wenn Sie nicht mehr weiter können, meine lieben Leute, bitte, 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 wenn es nicht mehr weiter könnt, geht in die Stille. Es ist völlig egal, es ist vollkommen egal, ob Sie einen Zugang haben und in ein Gebet gehen oder ob Sie den Zugang nicht haben, das spielt keine Rolle, aber gehen Sie in die Stille. Und das habe ich auch getan. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet und habe dann nachgedacht. Und wenn du unter einem Baum sitzt, habe mir gedacht, was machst denn du, du Baum, dass du erfolgreich bist? Habe ich gedacht, ja, das ist es. Wissen Sie, wer der erfolgreichste aller Bäume ist? Der erfolgreichste Baum ist der, der von seinem Wissen, von seinem größten Schätzen am meisten hergibt. Und der Verlierer ist der, der seine Schätze zusammenrafft. Immer, 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 immer. Und nein. Also. Jetzt müssen Sie mich weiterreden lassen. Danke, 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 danke. Erinnern Sie sich an die Geschichte mit dem Zucker. Zucker ist das Gold des Waldes. Mit Zucker kannst du alles bekommen in der Welt der Pflanzen. Alles. Der ganze Boden arbeitet für die, wenn du Zucker hast. Und der Baum, der am meisten weggibt, gibt, der kriegt am meisten zurück. Das ist wirklich so. Und wenn ich habe dann später, wie meine Tochter begonnen hat, Betriebswirtschaft zu studieren, habe ich berufsbegleitend mit ihr mitgemacht und Wirtschaftswissenschaften studiert. Da habe ich genau das Gegenteil gelernt. Da lernst du lauter Dinge das Gegenteil. Aber ich habe es zu dem Zeitpunkt, ich habe dann nur mehr gelacht, weil ich schon besser gewusst habe. Naja, ich habe mich entschlossen, das Buch zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, was soll ich jetzt da zusammenraffen? Das Wissen hat mir der Opa geschenkt, ich schenke es weiter.
Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich nicht hier. Ich wäre nicht hier. Sie haben keine Ahnung, was alles passiert ist. Das Erste war, das Buch ist raus, das war ja vollkommen laienhaft, ich habe vom Schreiben keine Ahnung gehabt, wirklich nicht. Das Büchlein ging raus und war ein Bestseller. Vom Stand weg haben wir die ersten 100.000 verkauft. Unfassbare Zahlen, unfassbar. Und ich habe eine Lawine von Anschriften bekommen, von Rückmeldungen, von Waldbauern, von Holzknecht, von alten Wagnermeister, Tischlermeister, Zimmermeister, die geschrieben haben, wir sind so glücklich, dass jemand diese Erfahrung weitergibt und jetzt schreiben wir ihnen, was wir erlebt haben. Ich bekam eine Wissensbibliothek, die kannst du nirgendwo auf der Welt kaufen. Das war der erste Dank. Unfassbar. Parallel dazu wurde ich auf das Derbste angegriffen. Da kam die Chemieindustrie und die große Spanplattenindustrie und haben gesagt, Montholz, wenn du 100.000, wenn du 5.000 Bücher verkaufst, ist uns das völlig wurscht. Wenn du 100.000 Bücher verkaufst, beginnen die Kunden das bei uns zu fragen. Das passt uns nicht. Dann haben die Studien in Auftrag gegeben, dass Montholz Blödsinn ist. Das ist schon heftig, wenn du als Unternehmer überleben willst und dann gibt es irgendwo offizielle Studien, dass das Humbug ist und du die Leute täuscht. Das musst du zuerst überleben. Es war eine bittere Prüfung. Aber wenn man, Sie wissen ja, wenn man eine Prüfung überlebt, dann war sie gut. Und wissen Sie, wie wir es überlebt haben? Das war das Komische. Nach den vielen positiven Zuschriften kam eine Anfrage, ob wir eine Delegation aus Japan empfangen wollen. Japan kenne ich nur aus dem Geografieunterricht, aber die sollen bitte kommen, wenn sie wollen. Dann kamen die Leute aus Japan und der Leiter der Delegation war ein buddhistischer Mönch, ein kleiner Mann in so einem orangen Tuch eingewickelt. Und die haben Dolmetscher mitgehabt und waren sehr gut vorbereitet und haben viele Fragen gestellt zu dem, was wir machen. Dann habe ich gesagt, bitte, jetzt muss ich mal fragen, warum sind Sie gekommen? Dann erzählt mir der Mann, er ist der Leiter von dem Kloster, das der älteste Holzbau der Erde ist. Es ist ein 1650 Jahre alter Holzbau, 4-5-geschossige Pagoden und solche Gebäude. Und im Kloster gibt es genaue Aufzeichnungen, wie das Holz geerntet wurde, zu welcher Zeit, wie es getrocknet wurde, wie es behandelt wurde. Und das deckt sich hundertprozentig mit dem, was ich in dem Buch beschrieben habe. Und sie waren so überrascht, dass in Europa jemand sowas schreibt und sie haben beschlossen, sie wollen sich diesen Menschen anschauen. Da ist mir die Lade runtergefallen. Ich bin da gesetzt und habe gesagt, das Einzige, was ich dazu sagen kann, der Opa, der war sicher nie in Japan. Ja, ja. Aber was so lustig klingt, ich wurde in meinem Heimatland Österreich von allen öffentlichen Aufträgen kategorisch ausgeschlossen. Wir haben keine Chance gehabt, Arbeit zu bekommen. Und der Mönch sagt so bei der Verabschiedung zu mir, was Sie tun, ist gut. Dann habe ich gesagt, warum? Dann sagt er, weil Sie arbeiten so, dass Sie auf der Erde keine Spuren hinterlassen. Das hat mich sehr berührt, weil unser großes Anliegen war, ein Haus so zu verarbeiten, dass es für Generationen nach uns noch gut ist. Sprich, dass es vollkommen Müll- und Abfallfrei ist. Dass es vollkommen frei ist von ausgasenden Chemikalien. Die Leime, die in der Holzindustrie verwendet werden, sind alle brutal giftig. Das muss weg. Wir haben alles durch mechanische Holzverbindungen ersetzt. Und wir haben so gelitten, dass diese Arbeit, die uns an den Rand der Existenz gebracht hat, nicht gewürdigt wird. Und da kommt der Japaner daher und würdigt es, also das hat der Seele gut getan. Und dann sagt er zu mir, ich werde Sie deshalb unterstützen. Da war in mir wieder der ungläubige Thomas und ich mir denkt, das ist sehr schön gesagt, denn ich mich bedankt und habe mir gedacht, du wirst mich überhaupt nicht unterstützen, weil dich sehe ich nie wieder. Aber das war natürlich unausgesprochen. 2 Wochen später kriege ich einen Anruf von einem Verleger aus Tokio. Nicht er will, er muss mein Buch in Japan übersetzen und auf den Markt bringen, ob ich dazu bereit bin. Natürlich war ich bereit. Die japanische Übersetzung war die allererste meiner Bücher. Und 2 Jahre später habe ich im fernen Japan
mehr Häuserstück gehabt wie in meinem Heimatland Österreich. Und alle japanischen Kunden, alle, haben ohne Ausnahme, bevor wir ein Brett in die Hand genommen haben, 100% des Geldes im Vorhinein auf Vertrauen überwiesen und haben nicht ein einziges Mal über Rabatt verhandelt. Das war für uns unfassbar. Und mit diesem Schub, der aus dem Geben entstanden ist, haben wir das ganze Unternehmen entwickeln können und habe ich mein Forschungszentrum aufgebaut. Und da habe ich gewusst, da habe ich am eigenen Leib, da war der ungläubige Thomas bekehrt, da habe ich gewusst, es funktioniert, die Schöpfung funktioniert. Wenn du Seelenhygiene betreibst, wenn du schaust, dass du den ganzen Mist draußen lässt und wenn du dich dem zuwendest, wo das Leben stattfindet, das funktioniert, da wirst du getragen. Ich habe nicht viel, ich kenne so wenig, Ivo, von deinem Leben, aber wenn ich schaue, was hier ist, das hättest du dir am Anfang auch nicht träumen lassen. Du wirst getragen. Aber man muss einmal den Mut haben und den Schritt machen und sagen, ich lasse mich ein. Dann wirst getragen. Ja, das Mondholz. Und dann ging es aber erst natürlich los. Und dann haben wir begriffen, also für mich waren diese Angriffe extrem wertvoll. Ich habe all den Angreifern aus innerstem Herzen vergeben und bin ihnen heute dankbar. Die sind ja Werkzeug, ohne dass sie es wissen. Weil die haben mir beigebracht, dass die Wissenschaft und das alte Wissen zusammengeführt werden müssen. Dass es kein Gegeneinander gibt, dass es darum geht, die Natur ins Leben zu lassen und nicht sagen, ich bin bei der Naturfraktion oder ich bin bei der Fraktion. Das gibt es nicht. Wir sind eine Einheit. Und ich habe begriffen, wir müssen forschen. Dann haben wir gesagt, jede Chemie raus. Wir haben dann als allererstes mechanisch verbundene Vollholzwände entwickelt. Dann habe ich die ersten Brandschutztests gemacht. Anfang der 90er Jahre gab es weltweit die besten widerstandsfähigsten Holzkonstruktionen, konnten 30 Minuten in den Labors den Prüfflammen bestehen, die haben F30 zertifiziert bekommen. Durch unsere dicken Wände und Decken ist beim ersten großen Brandversuch im Labor nach 2 Stunden das Öl im Brenner ausgegangen. Dann haben die den Versuch wiederholen müssen, dann haben wir F180 weltweit als erstes 3 Stunden Brandsicherheit zertifiziert bekommen. Nach 3 Stunden, da ist schon längst alles evakuiert. Das kriegst du mit Stahlbeton nicht hin, weil wenn es mit 1000 Grad brennt, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde ist im Beton das Eisen ausgeglüht und es stürzt zusammen. Das haben wir mit Holz erreicht. Dann haben wir gesehen, dass in den 90er Jahren und vor allem nach der Jahrtausendwende kam diese Dämmstoffkampagne. Das ist immer derselbe Trick. Das Ziel ist selbstverständlich richtig. Es ist selbstverständlich richtig, dass wir kein Erdöl irgendwo ausräubern dürfen, um die ganze Welt karren mit dem Risiko des Transports, nur damit wir unsere Häuser warm heizen, das zu verbrennen. Es ist viel zu kostbar. Aber den Menschen erklären, zum Ziel des Energiesparens, müssen sie alle Häuser mit giftigen Polystyrole einwickeln, wo die Häuser schimmeln und wo den Dreck niemand entsorgen kann. Das ist ein Wahnsinn. Und wir haben als vollkommene Außenseiter, wir haben immer gesagt, wir tun nie publizieren, nie zuerst bauen, weil dann kann niemand sagen, das geht nicht und dann drüber reden. Wir haben als vollkommene Außenseiter mit tollen Kooperationen, ETH Zürich, also gerade mit den Schweizer Universitäten haben wir immer super zusammengearbeitet. Hier gibt es doch ein Quäntchen mehr Unabhängigkeit wie sonst wo, das muss man sagen. Haben wir die ersten Häuser gebaut, die energieautark sind. Ich baue für jeden von Ihnen, der das will, ein Haus, das sich selbst heizt und kühlt das ganze Jahr. Nie kälter wie 18 Grad und nie wärmer wie 24, ohne dass du einen Ofen brauchst. Nur mit der Sonne, die aufs Dach scheint und mit dem Speicher des dicken Holzes. Holz speichert über einen Monat lang. Das haben wir entwickelt. Das bietet die Natur. Das geht. Genau wie die Barbara sagt, ich brauche kein Ritalin, ich kann es anders lösen. Meine Damen und Herren, ich brauche keinen Dämmstoff. Ich habe kein Problem, dass wir Energiekrise haben. Wir haben keine Energiekrise.
Überhaupt nicht. Wir haben falsche Konzepte. Das ist alles. Ich habe in meinem Leben... Na, danke. So, jetzt nutze ich die Pause doch. Ich habe in meinem Leben 5 Fabriken bauen müssen und dürfen. Und ich kann mich erinnern, wie wir die erste Fabrik gebaut haben, haben wir gedacht, jetzt müssen wir das so groß machen, weil wenn man Hotels oder am Anfang haben wir Einfamilienhäuser gebaut, dann kamen 4-Geschosser, dann haben wir in München, in Hamburg haben wir innerstädtisch das erste Haus, Gebäudeklasse 5, nur mit Holz gemacht, nur mit Holz, und haben die ganzen Brandschutznachweise gebaut, dann haben wir die leisesten Holzhotels der Welt, dann habe ich den wunderbaren Auftrag bekommen, in Moskau eine Universität zu bauen, also tolle Geschichten haben wir gemacht. Und dann ist das halt größer geworden. Da haben wir gedacht, wie ist das jetzt? Jetzt brauchen wir große Werke, riesige Hallen, viel größer wie hier. Und da sind große Maschinen drinnen. Muss ich jetzt auch ans Netz und den Atomstrom anzapfen? Also lande ich doch in der Sackgasse der Abhängigkeit. Meine größte Fabrik, wo wir am meisten Häuser bauen, die ist nördlich von Basel in Deutschland, also da Freiburg, Laa im Schwarzwald. Bei uns läuft alles mit Sonnenenergie. Mit Sonne, die aufs Dach scheint. Funktioniert alles, laufen die ganzen Maschinen. Alles. Jedes Haus, was aus so einer Fabrik kommt, kann, wenn es weg muss, zerlegt werden muss, die halten 500 Jahre, die halten so lang. Aber wenn es weg müsste, da wird nichts weggeworfen, das wird wieder Haus. Du kannst die Wände auseinanderschrauben, geht ins Werk zurück, der Roboter bohrt die Dübel raus, die alles zusammenhalten, nimmt Brett für Brett, baut das nächste drauf. Es gibt keine Rohstoffknappheit, meine Damen und Herren. Es ist für mich so ungeheuerlich, wenn Angst damit gemacht wird, dass scheinbar auf der Erde Knappheit herrscht. Das ist der gemeinste Trick, den es gibt. Die Erde, die Schöpfung, Gottes Schöpfung ist ein Ort der Fülle und der Freude. Gehen Sie im Frühjahr aus und schauen Sie einen Kirschbaum an. Der Kirschbaum hat die Aufgabe, von mir aus 1000 Kirschen zu tragen. Wenn der bei McKinsey gewesen wäre und gelernt hätte, dann würde er genau 1020 Blüten austreiben, weil alles andere ist Verschwendung. Der hat aber 100.000 Blüten, wenn er 1000 Kirschen haben will. Oder noch mehr. Der hat eine Fülle für alle genug. Und so zieht sich das durch. Jetzt sage ich Ihnen was. Man erzählt uns zum Beispiel, ja, jetzt haben wir zu wenig Holz oder zu wenig Mangan oder zu wenig seltene Erden, weil jeder Handy haben will. Schauen wir mal, gehen wir mal vom Holz weg zu einem anderen Beispiel. Wissen Sie, wie das ist mit dem Elektroschrott? Wissen Sie, was wir damit tun? In einer Tonne Elektroschrott ist der Gewichtsanteil rund 10-mal so hoch an seltenen Erden wie im Erz, was im Kongo, wo es ausgebuddelt wird, aus dem Rohstoff, was ausgebuddelt wird. Aber wir nutzen nichts zurück. Wir hauen den Elektroschrott irgendwo in Rotterdam oder Bremerhaven auf einen alten Frachter, verschippern ihn an die Küste Westafrikas oder sonst wohin, wo die Leute wehrlos sind, und schmeißen den ganzen Giftmüll auf einen Haufen, und die Ärmsten der Armen ziehen vielleicht nur Kupferkabel auf sie, aber sonst ist alles weg. Wir sind in der Sackgasse der reinen Verschwendungs- und Wegwerfwirtschaft gelandet. In meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften, da habe ich gelernt, wenn du ein neues Produkt beginnst, dann musst du ganz am Anfang als allererstes eine Marktforschung machen. Sagen wir, ich mache einen Rasierapparat. Ich will jetzt bewusst von meiner Branche weggehen. Dann muss ich eine Marktforschung machen und schauen, wer kauft diesen Rasierapparat, wer soll ihn kaufen und wie schaut es mit dem sein Gedächtnis aus. Wann darf der Rasierapparat frühestens kaputt gehen, dass er einen neuen kauft, ohne dass er beleidigt ist? Dann kommst du im Fall vom Rasierapparat drauf, wenn er nach 2 Jahren kaputt geht, kauft er die Marke nicht mehr. Wenn er nach 5 Jahren hin ist, kauft er es wieder. Und dann musst du den Rasierapparat von den Technikern so bauen lassen, dass er nach 5 Jahren kaputt ist. Das nennt man geplante Obsoleszenz, geplanter Verschleiß. Das ist ein Frevel. Keine Marketingstrategie, das ist ein Frevel. Das ist gestohlene Zukunft der Kinder. So agieren wir in der Wirtschaft. Wenn ich aber in den Wald rausschaue,
da geht es ganz anders zu. Jede Ameise baut ihr Haus so, dass wenn sie auszieht, wird alles vom nächsten Stamm wiederverwendet. Da gibt es keinen Müll, keinen Abfall. Man erzählt uns Menschen, dass wir zu viel sind auf dieser Erde, dass wir schon langsam nicht mehr mit dem Rohstoff auskommen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wir sind momentan gut 7 Milliarden Menschen. Durchschnittsgewicht 70 Kilo, sagen wir mal, in Asien weniger, bei uns ein bisschen mehr. 7 mal 7 ist 49, also gibt es auf Erden 500 Millionen Tonnen lebende Menschen, die herumkrabbeln. So weit, so gut. Biologen können ausrechnen, wie viel wiegen alle Ameisen und Termiten, die herumkrabbeln. Das ist erstaunlich. Die Welt der Insekten wird immer unterschätzt. Das sind 6 bis 7 Mal so viel an Gewicht wie wir Menschen. Unfassbar. Haben Sie schon einmal gehört, dass jemand sagt, die Ameisen, die Mistviecher, die fressen alles zusammen, das sind viel zu viele, jetzt gehen die Ressourcen aus? Nein, natürlich nicht, weil die leben Kreislaufwirtschaft. Weil die designen jedes Produkt so, dass alles wiederverwendet werden kann. Und wenn wir schon vor 100 oder vor 500 Jahren die Städte gebaut hätten aus solchen Häusern, wo man alles legen und wiederverwenden kann, dann brauche ich gar keinen Wald mehr als Rohstofflieferant. Dann habe ich nie die Gefahr, dass der Wald geplündert wird. Wenn ich aber in IKEA-Manier in den Wald gehe, alles zu Sponplatten verarbeite, das Möbel so designe, dass möglichst beim ersten Umzug kaputt ist, damit der Kunde neue kaufen muss und dann der Müll als Belastung für diejenigen ist, die es wegräumen müssen, aber das zahlt eh die Öffentlichkeit, dann sind Ressourcen ein Thema. Also ich habe das jetzt so ausführlich erklärt, weil ich sage es Ihnen, auf dieser Welt gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Gibt es nicht. Und es gibt noch ein ganz wichtiges Gesetz, und da kommen wir jetzt zu meinem letzten Kapitel. Ein ganz, ganz wichtiges Gesetz in der Natur draußen. Bei den Bäumen, da gibt es ja nicht sowas wie Ideologie oder Moral, oder das ist ja nicht vorhanden. Da draußen ist ja alles so dezentral wie möglich. Und da draußen ist jedes Experiment erlaubt. Da ist ja nicht jemand, der sagt, pfui, das machst du aber nicht, weil das ist aber schlimm, wenn du jetzt die Hosen abziehst oder sonst was machst. Da gibt es das nicht, aber umgekehrt dafür, dass alles erlaubt ist, ist immer die Verantwortung bei dem, der es tut. Also ein Manager, der was ausprobiert und sagt, die anderen boden es aus, das gibt es nicht. Jeder kann alles versuchen, aber jeder trägt die Verantwortung. Und dabei ist was Seltsames herausgekommen, zumindest in meiner Beobachtung. Es setzt sich immer durch, was dem Leben aller dient. Es setzt sich durch, was dem Leben dient. Das ist so unfassbar. Und da komme ich jetzt zu dem Thema Gesundheit. Weil die Gesundheit für uns Menschen ist einfach was Wichtiges. Und das Material Holz hat einen ganz relevanten, ich möchte schon fast sagen, beeindruckenden Einfluss auf unsere Gesundheit. Weil es eben in dieser Haltung entstanden ist. Der Baum hat mit unserer Gesundheit irrsinnig viel zu tun. So, und ich habe das Buch Die geheime Sprache der Bäume geschrieben und dann habe ich durch Zufall einen der renommiertesten, anerkanntesten Forscher aus der Medizin in Österreich kennengelernt, einen gewissen Professor Maximilian Moser, der seinen Lehrstuhl an der Medizinuniversität in Graz hatte. Und in der Zeit hat der Mann, und da haben wir uns dann beteiligt, hat es die Versuche gegeben, dass man schaut physiologisch, was geschieht mit einem Menschen im Vergleich, wenn er in einem Haus aus Holz lebt oder arbeitet oder schläft oder in einem Haus, das konventionell aus Gipsplatten und Kunststoffen so gebaut ist, wie man es kennt. Und die Ergebnisse waren beeindruckend. Also am Anfang haben wir 2 Schlafzimmer gemacht. Eines aus Holz und eines aus Holzimitat. Sie kennen das Laminat, nennt man das. Also das ist Plastik, was ausschaut wie Holz. Jeder Mensch, der im vollen, reinen Holz schläft, erspart sich in
einer Nacht die Arbeit des Herzens von einer ganzen Stunde. Und die Grazer waren Spezialisten im Vermessen des vegetativen Nervensystems. Das ist damals ein neues Verfahren entwickelt. Und jeder Mensch hat nachweisbar bessere Heilungschancen, wenn er krank ist. Ein gestärktes vegetatives Nervensystem, besseres Konzentrationsvermögen und, wenn er im Holz schläft oder arbeitet. Unglaublich. Ich war fasziniert von diesen Versuchen und habe einmal nebenbei meinem Verleger in der Zeit, wo wir die Sprache der Bäume gehabt haben, von dem erzählt. Da war der nicht mehr zu bremsen. Und habe gesagt, Erwin, du musst mal ein Buch schreiben über Holz und Gesundheit. Und da habe ich mich sehr gesträubt, weil ich gesagt habe, Hannes, ich bin kein Arzt. Ich fühle mich nicht berufen, wirklich seriös zum Thema Gesundheit zu schreiben. Das darf man nicht machen, wenn man kein Arzt ist. Ich habe zu wenig Grundwissen. Damit war der natürlich nicht zufrieden. Kommt eines Tages daher und sagt, du, jetzt wirst du mir das Buch schreiben. Dann sage ich, warum? Sag ich, ich habe von Professor Moser die Zusage, der macht dir die gesamte medizinische Redaktion. Damit hast du die ganze Uni Graz, renommierte schulmedizinische Universität hinter dir. Ich sage, wow, das ist toll, das ist eine tolle Chance. Also wenn das hält, habe ich gesagt, dann mache ich es. Dann haben wir uns getroffen in der Redaktion in Salzburg und ich habe eine Bedingung gestellt. Ich habe gesagt, lieber Professor Moser, wenn das so sein soll, dann müssen Sie mir aber die dümmsten Fragen, die ich als Laie stellen kann, beantworten. Ich brauche sozusagen alles, was in dem Buch steht, medizinisch, wissenschaftlich hinterlegt. Da habe ich gesagt, ja, das macht er. Da ging eine Reise los. Ich bin ja ganz, wie soll ich sagen, ich bin in meiner Kindheit sehr rustikal aufgewachsen. Ich will da nicht die Zeit vergleichen mit der heutigen, das ist unzulässig. Also wir sind ganz anders aufgewachsen, wie Kinder heute aufwachsen. Ich denke, da steht da vor einmal, wenn heute eine Kindergärtnerin zu den Kindern sagen würde, ihr lieben Kinder, heute gehen wir und spielen den ganzen Tag am Misthaufen. Das geht nicht. Also das waren ganz andere hygienische Zustände und wir sind am Bauernhof gewesen und haben viel arbeiten müssen. Das war alles ganz anders. Aber aus dieser Kindheit habe ich Erinnerungen mitgebracht und mitgenommen. Und ich habe mich erinnert, ich habe ja heute noch, wir haben eine kleine Landwirtschaft, immer noch daheim. Und als Kind habe ich oft mit Pferden arbeiten müssen, da hat es noch keinen Traktor gegeben beim Nachbarn. Und ich bin gern mit die Ross gegangen und habe einmal zugeschaut, wie sich zwei Pferde zu nahe gekommen sind, die sich nicht mögen haben. Und ein Sturten hat ausgezogen und dem anderen richtig eine geschmiert. Und da war ein Eisen drauf und es ist eine klaffende Fleischwunde von der Schulter runtergehängt. Ganz ernst, wenn so ein Pferd eine Sepsis kriegt, ist schnell kaputt. Trotzdem hat niemand den Tierarzt geholt, weil das wäre zu teuer gewesen. Stattdessen ist die Großmutter in den Stall gegangen und hat eine verschmutzte Blechbüchse geholt, die immer in Stall gestanden ist, hat die aufgemacht. Und da war die selbstgerührte Salbe, Heilsalbe aus Baumharz drinnen. Und das hat man aufgeschmiert. Und das Pferd ist nach einer Woche wieder einsatzfähig gewesen. Es ist problemlos geheilt, die schreckliche Wunde. Kurz bevor ich zur Schule gekommen bin, hat mir mal der Hofhund fürchterlich ins Wadel bissen. Ich hatte vorher was ausprobiert. Und da gab es dieselbe Prozedur. Also bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ich würde heute, wenn ich so eine Verletzung beim Kinn sehe, gehe zum Arzt. Aber damals ist niemand mit mir zum Arzt gegangen. Die haben die Salbe aufgeschmiert, bis es verheilt. Diese Salbe aus Baumharz, die war allgegenwärtig. Und der Höhepunkt war bei der, wie der Opa schon über 80-jährig sich verletzt hat. Bei uns war es immer der Brauch, am Samstag haben wir bei der Oma Kaffee und Kuchen bekommen, da sind alle zusammengekommen. Und an diesem Samstag war er noch in der Werkstatt, wie so oft, und hat was fertig gemacht. Und wir sind schon in der Küche beim Kaffee gesitzt. Plötzlich geht die Tür auf, der Opa kommt von der Werkstatt, er ist ausgerutscht und mit der Hand in die Abrichthobelmaschine, in den Fräskopf rein. Und hat sie aber nicht die Finger, wie es normal ist, sondern er hat sich den ganzen Daumenballen so weggefräst, weil er so drüber gefahren ist. Und das war eine riesige, klaffende Wunde und die hat furchtbar geblutet. Und er erscheint in der Küche und sagt zur Oma, Mutter, jetzt brauche ich ein Salben. Und so geblutet. Wir waren natürlich geschockt und sind aufgesprungen und haben gesagt, sofort der Notarzt. Und der Nächste hat gesagt, nein, nicht der Notarzt, führt ihn ins Krankenhaus, das muss genäht werden. Und er war aber nicht aus der Ruhe zu bringen. Und er hat gesagt, nein, hat er gesagt,
Es braucht es niemand anrufen, weil ich steige nicht ein. Und in dem Augenblick steht die Oma da. Sie wissen, was sie mitgehabt hat. Und ich dachte, ich muss das verhindern. Weil für die Pferde und war schon klar, aber für Menschen, immer doch. Mein Gedanke war, wenn der Sepsis kriegt, eine Blutvergiftung, der ist weg, so ein alter Mensch, das kannst du nicht machen. Es war nicht zu verhindern, er hat sich das aufgeschmiert. Und nach 14 Tagen war die Wunde komplikationsfrei verheilt. Unglaublich. Und das habe ich dem Professor erzählt. Da sage ich, Max, wie gibt es das? Waren die Leute, haben die ein besseres Immunsystem gehabt oder sind wir heute verweichlicht? Wie gibt es sowas? Da war ja keine Hygiene dabei bei so einer Wundversorgung. Dann sagt er zu mir, hast du das Rezept? Da sage ich, das Rezept habe ich natürlich, weil meine Frau, die ist Drogistin, aber auch auf dieser Seite der Naturheilkunde und die hat immer Salben gerührt und die ganzen Dinge gemacht, die hat es erklärt. Und ich war wieder der ungläubige Thomas. Wenn ich mir weh da habe, bin ich immer in die Apotheke gerannt. Bei den Tieren habe ich es hergenommen. Aber für mich habe ich in der Apotheke Beta Isadonna und Vitamerfen geholt, wenn ich mir weh da habe. Das habe ich dem auch gleich erzählt, damit er mich nicht verdächtigt, dass ich da auf Abwägen unterwegs bin. Und habe ihm das Rezept gegeben, dem großen Professor. Beim nächsten Treffen sagt er, Erwin, das ist schon was Besonderes mit dem Baumharz. Dann sage ich, warum? Sag er, stell dir mal vor, wir haben das Lärchenharz untersucht, das du da angibst, und diese Substanz ist in einem höheren Maße Bakterien, Pilze und Viren, also alle Krankheitserreger abtötend, wie jedes Medikament, das uns aus der Pharmaindustrie zur Verfügung steht. Da sage ich, was? Sage ich, Max, du bist ja der große Schulmediziner, du bildest die Ärzte aus, du sagst sowas. Sage ich, Erwin, das ist so. Und ich sage dir noch was, diese Rezeptur, die Natur da gefunden hat, die ist so komplex, die kannst du nicht synthetisch nachbauen. Das ist kein Geschäftsmodell, das funktioniert nicht. Aber sie ist hochwirksam. Ja, sage ich, Max, in meinem Sägewerk, unser Betrieb ist inzwischen gewachsen und weil man das Mondholz niemand macht, haben wir ein eigenes Sägewerk aufgebaut. Und sage ich, Max, in meinem Sägewerk, da ist genug Lärchenharz. Wenn ich eine Stunde unterwegs bin, habe ich einen Eimer voll. Ich mache es wieder Miraculix bei Asterix und Obelix. Ich gebe das in einen Eimer und da rühren wir und jeder kriegt die Salben. Das ist toll, da kann man den Menschen helfen. Dann hat er mir so zugehorcht. Und sagt, pass auf, du wirst schön bei deinen Holzhäusern bleiben. Sag ich, warum? Sag ich, wenn du meinst, du wirst in ein Geschäftsmodell der Pharmaindustrie einsteigen, dann wirst du nicht glücklich werden. Lass die Finger davon. Also diesen guten Rat habe ich verstanden, habe ich sofort kapiert. Aber das ist wirklich, ich hab so einen Kampf schon hinter mir. Dann sage ich, was machen wir dann? Sag ich, du hast mir da die Geschichte von den Japanern erzählt. Wissen darf man weitergeben. Dann haben wir das Rezept der Lärchensalbe in das Buch geschrieben, die sanfte Medizin der Bäume. Sie können sich nicht vorstellen, es ist wieder genau das Gleiche abgegangen wie seinerzeit beim Mondholz. Ich habe einen eigenen Ordner daheim und das muss man zur Ehrenrettung der Ärzte sagen, von praktizierenden Ärzten aller Richtungen, die mir Erfahrungsberichte geschickt haben, was sie mit der Salbe erlebt haben. Eine HNO-Ärztin aus München hat mir geschrieben, ihr ganzes Leben hat sie eine große Praxis in München und zum ersten Mal kann sie einen ganz hartnäckigen Ohrenpilz damit restlos entfernen. Ein Chirurg hat mir geschrieben, er operiert jeden Tag und von seinen Patienten haben mehr als 90% eine zufriedenstellende Wundheilung. Knapp 10% haben Probleme. Die kann er fast alle mit dieser Salbe lösen. Das muss man sich vorstellen. Und um das geht's. Es geht nicht darum, dass wir jetzt in den Kampf gehen und irgendwas bekämpfen. Es genügt, wenn wir das annehmen, was uns Tag für Tag geschenkt wird. Und das wünsche ich Ihnen allen vom ganzen Herzen. Dankeschön, alles Gute damit. Danke.
Danke. Danke. Wow. Danke. Dankeschön. Ja, wunderbar. Jetzt kommen wir von nah, oder? Applaus für die Bäume. Ja. Jetzt holen wir das alles nach, was wir unterdrücken mussten. Okay, also man kann nur zusammenfassend sagen, man könnte dir stundenlang zuhören. Die Lehre in der Schule war über, oder auch als Prediger, predige über alles, aber nie über 20 Minuten. Die Lehre der Philosophie oder was weiß ich, Psychologie sagt, man kann nicht mehr als 20 Minuten aufmerksam sein. Du warst der letzte Referent, du hast jetzt anderthalb Stunden gesprochen und es war der Abschluss eines unglaublich informationsreichen Tages. Und man hat jedes Wort aufgesaugt, das ist an der Reaktion gesehen. Ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg mit deinem ganzen Werden, dass viele profitieren dürfen davon. Herzlichen Dank für diese Geheimnisse. Gemeinsam. Ja. Wir sehen uns wieder. Herzlichen Dank. Danke.